Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Ich möchte euch heute gerne das Spiel Der Kartografen näher vorstellen und natürlich auch meine Meinung dazu sagen. Und ja, Der Kartograf ist erstmal so von der Einordnung her ein Kennerspiel. Ab 10 Jahren kann das Spiel 30 bis 40 Minuten, dauert ungefähr eine Partie und ja, für 1 bis 100 Spieler. Also es ist ganz einfach so, dass alle gleichzeitig spielen und ja, da kann man eben halt so viele wie möglich dort irgendwie an den Tisch setzen. Und das Spiel ist zur Spiel 2019 rausgekommen, beziehungsweise ganz kurz davor auf dem Pegasus Spiele Pressetage. Dort hat man es auch schon fertig zu sehen bekommen. Ich war persönlich nicht dort gewesen, aber ja, ich möchte es euch jetzt erstmal vorstellen. Ist wirklich relativ einfach eigentlich. Vom Prinzip her ist es ja ein Flip-and-Write-Spiel, das heißt, wir drehen quasi immer Karten um und was wir dort zu sehen bekommen, das gibt uns vor, was wir dann auf einen Zettel einmalen. Und zwar malen wir konkret Tetris-artige Teile ein, also das kennt man irgendwie, das ist ja relativ weit verbreitet, dass man das so in der Form macht. Und die Karten, die man eben rumdreht und die einem das vorgeben, die sind recht unterschiedlich. Es gibt zwei unterschiedliche Arten. Zum einen gibt es welche, wo man die Landschaft wählen kann. Und zum anderen gibt es die Möglichkeit, dass man noch die Art des Tetris-Teils wählt. Dann ist die Landschaft allerdings fest vorgegeben. Und prinzipiell versuchen wir diese Tetris-förmigen Teile mit unterschiedlichen Landschaftstypen eben auf unsere Karte einzumalen, eben namensgebend der Kartograf. Wir gestalten eine Karte aus unterschiedlichen Landschaften und wir bekommen Punkte für die unterschiedlichsten Sachen da dabei. Welche Punkte wir wofür genau bekommen, das ist auch relativ zufällig immer von Spiel zu Spiel. Denn es gibt nämlich 4 unterschiedliche Wertungskategorien, also da jeweils auch 4 unterschiedliche Wertungskarten, wo wir dann immer dann 4 zusammenstellen, eben für jede Partie. Und da ist es jetzt auch so, dass wer Isle of Skye kennt, da so ein bisschen dieser Wertungsmechanismus von dort mit übernommen wird. Das heißt, wir haben quasi A, B, C, D solche Vorgaben und wir werten insgesamt 4-mal und wir ordnen die Wertungskarten jeweils A, B, C und D zu. Und in jeder Runde oder nach jeder Runde werten wir unterschiedliche Kartenpaare. In der ersten ist es A und B, in der zweiten ist es B und C, in der dritten C und D und in der vierten A und D. Also quasi jede Karte wird 2-mal gewertet und das ist auch wirklich ein recht cooler Mechanismus, wie ich finde. Also ist, wie gesagt, jetzt nicht neu, wurde von Isle of Skye übernommen, aber spielt sich halt wirklich sehr cool. Man weiß, worauf man sich einstellen kann. Beide Karten oder eine Karte wird 2-mal gewertet und kann eben damit dann kalkulieren. Ansonsten, was haben wir noch? Wir haben noch sogenannte Hinterhaltskarten. Und da kommt so ein bisschen so ein kleiner Ärgerfaktor mit ins Spiel rein, denn da ist es so, dass auch wieder tetrisförmige Teile, die werden vom Gegner eingemalt. Also das heißt, wir geben unseren Zettel quasi weiter und der Gegner malt das in unsere Landschaft und diese Monsterlandschaft, die verdirbt uns das natürlich unter Umständen ein bisschen, wenn wir da irgendwo was hinmalen wollten, wo jetzt auf einmal das blockiert ist, zum einen. Und zum anderen gibt es in jeder Wertungsrunde Minuspunkte für Felder, die benachbart zu so einem Monsterteil sind und nicht irgendwie schon anders überbaut wurden, also dass das Monster noch nicht umschlossen wurde. Ja, das ist wirklich auch ein recht kleiner Faktor, um irgendwie noch ein bisschen Interaktion noch mit reinzubringen. Ansonsten haben wir auf unserer Karte überhaupt erstmal noch ein paar Sachen eingezeichnet, die auf jeder Karte exakt so vorgegeben sind. Also wir haben da zum Beispiel Berge, die können natürlich nicht übermalt werden, bringen uns aber, wenn sie vollständig umbaut sind, dann noch Münzen. Und außerdem gibt es noch sogenannte Tempel, die sind so halb eingezeichnet. Das sind Felder, die kann man auch einfach so übermalen. Aber es gibt auch Tempelkarten, die aufgedeckt werden. Und da wird dann quasi vorgegeben, dass die nächste tetrisförmige Figur auf so ein Tempelfeld gemalt werden muss. Und das war es dann auch schon fast. Ansonsten, wie gesagt, gibt es dann eben eine Wertung. In der Wertung werden dann die unterschiedlichen Wertungskategorien dann eben abgehandelt, was da eben gerade A, B, B, C und so weiter dort eben unten drunter für eine Karte liegt. Und es gibt noch Pluspunkte für Münzen, die man gesammelt hat. Also man kann sich quasi da
so darauf mit spezialisieren, dass ich auf Münzen gehe, weil zum einen bekomme ich Münzen über die Karten, die aufgedeckt werden, und zum anderen eben für umbaute Berge. Und ich bekomme eben in jeder Wertung dann für alle Münzen, die ich bisher gesammelt habe, dann Punkte. Also da kann man eben halt auch sich sukzessive steigern. Und ja, ansonsten gibt es noch eine kleine Mini-Erweiterung, die auch mit bei dem Spiel mit dabei ist. Nennt sich die Fertigkeiten-Erweiterung. Und da sind einfach nochmal ein paar kleine Twists-Möglichkeiten noch mit dabei. Eben so Fertigkeiten, wo immer drei zufällig aus diesem Set von 8 Karten aufgedeckt werden, die für das ganze Spiel dann gelten. Also die restlichen 5 kommen dann immer weg. Und jeder Spieler kann sich einmal pro Runde, also sprich eben bis zur nächsten Wertung, pro Jahreszeit, denn wir spielen ja verschiedene Jahreszeiten, besser gesagt, kann man sich eine so eine Fertigkeit raussuchen. Die kann auch Gold kosten. Und ja, die bringen einen eben so ein paar Boni-Sachen, dass man eben einen Tetris-Teil nochmal malen kann oder dass man irgendwie einfach benachbart zu einem Monsterfeld irgendwie was legen, nochmal einzeichnen kann. Also gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, ganz einfach da noch ein bisschen ja, zusätzliche Aktionen machen zu können. Ja, ansonsten bei den Wertungen gibt es wirklich die unterschiedlichsten Sachen, die man sich noch irgendwie so vorstellen kann. Es gibt so generell die Kategorie, so die sich auf Wasser- und Ackerfelder beziehen. Dann gibt es die Kategorie, die sich mehr so auf Ausdehnung bezieht, also irgendwie bestimmte Schrägen, bestimmte Formen machen an einer bestimmten Ecke von der Karte. Dann gibt es was so ein bisschen mit der Grünfläche zu tun hat. Entweder verbinde ich dann Berge mit Grünflächen oder die Grünflächen müssen am Rand sein oder Grünflächen müssen komplett umschlossen sein. Und zu guter Letzt gibt es noch etwas, was mit Häusern zu tun hat, also da für unterschiedliche Häusergebiete gibt es, also wenn ich Häusergebiete, die größer sind als 6 habe, gibt es Punkte. Oder für unterschiedliche Landschaftstypen, die an Häusern angrenzen, gibt es Punkte. Also gibt es wirklich sehr unterschiedliche Sachen, die sind auch teilweise gar nicht so einfach zu verstehen, muss man ganz ehrlich sagen. Also da muss man auch wirklich erstmal, bevor man irgendwie das Spiel beginnt, auch wirklich das sich genau anschauen. Durchlesen, hat es jeder verstanden, was bedeutet jetzt genau diese Wertung, damit es dann jetzt nicht irgendwie Überraschung oder so gibt. Ja, also ihr merkt, der Kartograf ist wirklich relativ simpel spielbar, da gibt es jetzt nicht so viel, was man dabei beachten müsste. Auch generell die Regeln, wie ich jetzt dann auf der Karte dort die Teile einmale, da gibt es keine großartigen Beschränkungen. Natürlich darf man nicht irgendwie was übermalen, was schon übermalt wurde. Man darf jetzt nicht irgendwie über den Rand hinaus malen und ansonsten war es das schon. Man kann die Teile drehen, man kann sie spiegeln, man kann sie irgendwo hinmalen, man muss sie nicht benachbart irgendwo hinmalen. Da gibt es wirklich keinerlei Einschränkungen, außer halt, wie gesagt, das eben mit den Tempeln. Ja, und wir spielen über 4 Runden, wie gesagt, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das ist recht cool, auch mit diesen Karten da hier illustriert. Und da ist auch noch so eine Zeiteinheit oben angegeben, die sinkt von Frühling zu Winter hin und gibt quasi an, wie viele Karten jetzt aufgedeckt werden müssen, mindestens bevor es dann zu einer Wertung kommt. Also das heißt, das Spiel beschleunigt sich dann auch ein bisschen nach hinten hin. Unter Umständen gleicht sich das dann aus, weil man überlegt vielleicht dann später auch ein bisschen länger, wo man seine Teile dann jetzt hinmalt. Das gleicht sich dann aus, dass man da ganz einfach vielleicht nicht unbedingt zu viel reinmalt. Ja, der Kartograf, wirklich ein richtig cooles Spiel, was ja irgendwie schon nochmal ein bisschen hervorsticht. Also das macht wirklich ein paar Sachen anders als so die anderen Flip- bzw. Roll-and-Ride-Spiele, finde ich. Der Anspruch ist natürlich schon ein bisschen höher, Kennerniveau. Ganz einfach, weil es halt durch diese Wertungssachen schon ein bisschen Komplexität mit reinkommt. Aber ansonsten gefällt mir das halt wirklich richtig gut. Also es ist eine richtig coole und spannende Herausforderung dort, diese Teile, die man vorgegeben bekommt, einzumalen, um dann entsprechend das Optimum herauszuholen an Punkten von den Wertungskarten, die jetzt gerade dann zur Wertung anstehen. Und das ist auch nicht zu viel dann, also weil es stehen immer genau 2 Wertungen in einer Jahreszeit an. Das kann man noch gut überblicken. Klar muss man auch schon ein bisschen mit in die Zukunft gucken, also welche Wertungskarten kommen dann noch, vielleicht da schon ein bisschen mit das berücksichtigen. Aber ansonsten kann man relativ gut planen, wo die Reise hingehen soll.
Und das ist wirklich eine sehr, sehr spannende und coole Herausforderung. Und die ist halt auch jede Partie irgendwie anders. Selbst innerhalb von den Jahreszeiten ist es irgendwie anders, weil es gibt recht viele von diesen Landschaftskarten. Das heißt, da deckt man ungefähr immer mal, ja, ich würde sagen, so ein Drittel oder so deckt man vielleicht auf, Drittel bis Hälfte ungefähr. Das heißt, da gibt es natürlich schon Varianz. Dann ist die Reihenfolge, wie die Karten kommen, recht interessant und relevant, wie ich überhaupt das einmalen kann. Dann ist die Frage noch, kommen diese Tempelkarten mit dazu, die mir das vorgeben, dass ich eben auf ein Tempelfeld mit einmalen muss. Und dann ist auch die Frage mit dem Hinterhalt, weil es gibt ja vier Hinterhaltkarten, also sprich eben da, wo der Gegner eine Monsterfläche quasi einmalt, und da wird pro Jahreszeit eine reingemischt. Unabhängig davon, ob die jetzt rausgezogen wurde bzw. aufgedeckt wurde oder nicht. Das heißt, es kann sein, dass in den ersten zwei Runden, also Jahreszeiten, gar keine Hinterhalte kommen und danach kommen direkt mal zwei oder drei dann gleich am Stück. Das macht das Ganze auch so ein bisschen unberechenbar. Und man muss halt sich dann immer wieder neu einstellen, den ganzen Herausforderungen, die man jetzt gerade hat, dann neu stellen. Und das ist wirklich eine sehr motivierende Sache, muss ich sagen. Sicherlich, was man wirklich sagen muss, ist, dass, ich meine, es gibt ja auch einen Solo-Modus, das deutet es ja schon ein bisschen an. Es ist ein relativ solitäres Spiel, also bis auf wirklich die Interaktion über diese Hinterhaltkarten gibt es da jetzt nicht viel Interaktion. Man kann natürlich bei den Gegnern mal ein bisschen was abgucken, aber das bringt wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel, weil meistens gehen die Wege eh sehr schnell und weit auseinander. Der eine fängt dort an, der andere macht da und geht in eine ganz andere Richtung, deswegen bringt das nicht viel. Das heißt, man ist schon wirklich sehr bei sich beschäftigt und auf dem Blatt und schaut, was man dort eben machen kann. Aber das finde ich persönlich nicht schlimm. Ich finde das eher wirklich eine richtig coole Herausforderung, dort eben da so auf Punktekampf zu gehen. Und da, man sieht ja so immer nach jeder Jahreszeit, wie ist der Stand, wie viele Punkte hat der andere. Das heißt, man hat immer so kleine Zwischenwertungen, wo man schon so sehen kann, aha, okay, bin ich jetzt schlechter, bin ich jetzt besser als der Gegner, wo muss ich vielleicht irgendwie mich noch ein bisschen anstrengen, wie kann ich das noch erreichen. Also das ist wirklich schon eine richtig coole Sache. Und es gibt ja auch noch, wem die Varianz noch nicht reicht, noch eine Rückseite von diesen ganzen Zetteln. Das heißt, wenn man eine Seite gespielt hat, muss man die nicht wegschmeißen, sondern man kann die einfach in die Schachtel legen und irgendwann die B-Seite von der Karte dann bemalen. Und da hat man quasi dann auch dort so ein Ödland direkt schon mit drauf gedruckt. Das heißt, viele Felder, die schon blockiert sind, wo man nichts mehr drauf machen kann. Und da wird es dann halt schon eng zum Ende hin. Und da kann es dann auch schon häufiger passieren, dass man Teile nicht mehr einmalen kann. Und dann sieht die Regel vor, dass man nur ein Kästchen dann einmalen muss bzw. darf. Kann man sehen, wie man möchte, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber auf jeden Fall kommt das dort dann eher zum Tragen. Ja, zur Fertigkeitenerweiterung möchte ich vielleicht noch kurz sagen, da hatte ich erst die Vermutung gehabt, nachdem ich ein paar Mal das normale Spiel gespielt habe, dass diese Fertigkeiten vielleicht das jetzt irgendwie kaputt machen, weil es gibt dann zu viele Möglichkeiten, die ich dann irgendwie in dem Zug habe. Aber das ist zum Glück nicht der Fall. Also es empfiehlt sich natürlich wirklich erstmal ein paar Mal das Grundspiel zu spielen, bevor man jetzt diese Fertigkeitenerweiterung mitnimmt, denn ja, da kommt schon nochmal ein bisschen mehr dazu, aber nicht zu viel. Das macht es noch überschaubar, man hat nur drei, man kann da irgendwie noch das mit in seinen Überlegungen mit einfließen lassen, aber ansonsten finde ich die wirklich auch dann doch recht gut gelungen, um ganz einfach dort noch ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen. Und ja, das Einzige, was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass wenn man es dann ein paar Mal gespielt hat dann und alle Wertungskarten mal kennengelernt hat, dann würde man sich schon mal irgendwie doch ein paar neue wünschen. Also ich meine, das Potenzial ist groß, da kann man sich ja die vielfältigsten Sachen einfallen lassen. Da irgendwie ein paar neue Wertungskarten wäre schon mal irgendwie ganz cool, weil es macht jetzt dann nicht mehr so den großen Reiz aus, wenn die Wertungskarten dann in unterschiedlicher Reihenfolge kommen. Also wenn es halt in einer Partie an Position A gewertet wurde und in der nächsten C. Ja, spielerisch ist natürlich schon relevant, weil ich halt manche Sachen irgendwie ein bisschen länger brauchen, die vorzubereiten als andere Sachen, die dann erst später hin draus dann Punkte bringen. Da gibt es sicherlich schon Unterschiede dann, aber man kennt halt dann die Wertung schon und es macht eigentlich am meisten Spaß, irgendwie so neue Wertungen zu entdecken. Und gut, da hat man ja mit den 4x4 16 Karten auf jeden Fall erstmal genügend zu tun.
Ja, mehr kann ich gar nicht groß zu der Kartograph sagen, außer dass ich das wirklich ein richtig cooles, gelungenes Roll-Flip-and-Ride-Spiel finde. Also für Fans wirklich von dem Genre, die noch nicht die Nase voll davon haben, beziehungsweise die vielleicht auch die Nase voll davon haben, sollten das auf jeden Fall mal ausprobieren, denn es ist wirklich ein Highlight, wie ich finde. Also ich habe mich auch sehr drauf gefreut, wo ich das dann zum Spiel 2019 bekommen habe, und das ist auch mit eines der am häufigsten gespielten Spiele von mir seitdem. Und ja, von mir auf jeden Fall eine dicke Empfehlung, der Kartograph, für Fans des Genres, beziehungsweise auch welche, die es noch werden wollen, falls wirklich noch jemand nie in Roll oder Flip and Ride gespielt hat und aber schon ein bisschen Spielerfahrung hat, weil die braucht man schon, richtet sich halt wirklich an Kenner. Definitive Empfehlung von mir. Gut, das war es jetzt von mir mit meiner Rezension zu der Kartograph. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.